Servus, ich bin Lisa Maria Klössinger und ich erzähle euch jetzt etwas über mich. Mein ältester Bruder war begeisterter Kartfahrer und Luftlinie 200 Meter von unserem Zuhause war eine große Kartbahn. Und ich wollte immer mit und immer selber fahren, aber ich war immer zu klein. Ja, und als ich dann mal groß genug war, hat die Kartbahn zugemacht. Gas geben, ja. Ich bin der Meinung, dass es immer nur nach vorne geht und nicht zurück. Von dem her ist das schon eigentlich ein wichtiges Statement im Leben überhaupt, egal ob es jetzt sportlich, privat oder beruflich ist. Ich glaube, ich bin eine unverbesserliche Chaotin. Ich habe vor ein paar Jahren deshalb den Spitznamen Uschi gekriegt, weil ich einfach irgendwie ein bisschen neben der Spur bin. Und manchmal sehr gerne sehr zerstreut. Ich habe eine Wohnung in München und studiere dort eigentlich auch immer noch Sport, Event und Medienmanagement. Meine Eltern wohnen aber in der Nähe von Passau und gleichzeitig bin ich aber auch noch hier zu Hause. Nach Emsbüren bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Das war ganz spontan. Ich wollte nach der Europameisterschaft, hatte ich nicht mehr so Lust zu reiten. Mir wurde das alles ein bisschen zu viel. Und mit Daktari hat es auch nicht so geklappt, dass ich dann letztendlich auch weiter Richtung Grand Prix reiten kann. Und dann war ich halt sehr frustriert, weil ich dachte, jetzt habe ich so ein tolles Pferd und krieg's nicht auf die Kette. Dann wollten wir ihn verkaufen. Dann habe ich gesagt, okay, ich behalte meine jungen Pferde, gehe nach München zum Studieren und ich trenne mich von ihm. Und so kam das Pferd hierher zum Verkauf, zu Rudolf Zeilinger. Und dann hat der Rudi nach ein paar Wochen angerufen und hat gesagt, Lisa, behalt das Pferd besser, das wird. Ich so, das weiß ja nicht. Habe ihm Zeit gegeben, ja, die Zeit war 2 Jahre, dann bin ich immer wieder hierher gefahren. Und jetzt hat es sich ergeben, dass ich zum Training hier bin. Und so bin ich jetzt hier gelandet und ganz glücklich. Die Deutsche Bank Reitsportakademie, ja, es ist einfach eine tolle Chance, die man hat, viele Dinge zu nutzen, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Aber zur anderen Seite bestätigt einen das ja selber, vor allem so wie es bei mir war. Vor 2 Jahren wusste ich gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch mal eine Reithose anziehen werde. Und jetzt bin ich halt wieder hier und dann zeigt mir das einfach, dass das die richtige Entscheidung war, dass ich jetzt wieder in den Sattel steige. Nun habt ihr etwas über mich erfahren. Das nächste Mal erzähle ich euch etwas über mein Erfolgspferd Daktari.